Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen wunderschönen guten Abend zum 5. Corona-Gespräch, zum 5. Corona-Gespräch der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften im Leibniz-Saal. Wir sind nicht nur traurig, dass Sie alle hier nicht im Leibniz-Saal sind und wir hinterher mit Ihnen allen ins Gespräch kommen können, sondern wir werden auch darüber reden, was der Unterschied ist, dass Sie heute am Fernsehschirm, am Computerschirm zuschauen und hören, was Julika Griem, Eva Geulen und Klaus Pias sagen zu dem Thema unseres 5. Corona-Gesprächs, wie hat sich das Verhältnis von Virtualität und Präsenz in der Krise gewandelt. Ich leite ja in diese Corona-Gespräche immer mit kleinen Szenen ein. Und die erste Szene, die ich erzählen will, spielt in dem Sitzungssaal der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, in dem sich 4 wunderbare Biedermeier-Spiegel befinden. Und da wir alle den Mythos von Narziss kennen, mustert man während einer solchen Sitzung höchstens ganz verstohlen diesen Spiegel, rückt vielleicht zart die Krawatte zurecht, aber vermeidet, in diesen Spiegel zu schauen. Relativ früh nach dem Beginn der Kachelei im letzten März ertappte ich mich damit, dass ich beständig in mein eigenes Spiegelbild schaute. Ist es so, dass der Narzisst zum Normalfall geworden ist? Dagegen scheint zu sprechen, dass nicht nur viele sich selber im Spiegelbild sehen, sondern viele ihr Spiegelbild in eine schwarze Kachel verwandeln, insbesondere Studierende. Es gibt die schöne Formulierung von der aggressiven Bescheidenheit, einer Bescheidenheit, die in großer Deutlichkeit zur Schau gestellt ist, haben wir jetzt das Abdriften in die Extreme, in den Narzissten, die Narzisstin als Normalfall auf der einen Seite und die aggressive Bescheidenheit auf der anderen Seite. Zweite Szene. Eine Universität, die mir sehr nahe steht und die ich jetzt aus Diskretionsgründen nicht mit Namen nenne, kam vor ungefähr 3 Jahren auf die Idee, sich an Massive Open Online Courses in Amerika zu orientieren. Bei einem klassisch gebildeten Menschen löst ja schon das Wort massiv gewisse Irritationen aus. Aber ich schaute also auf die Homepage der Universität Stanford oder Princeton, sah dort große Vorlesungen großer Kolleginnen und Kollegen in Massive Open Online Courses. Und tags drauf erschien der Computer- und Medienservice der mir nahestehenden Universität mit einer kleinen Handkamera in meiner Vorlesung und versuchte, einen Massive Open Online Kurs aufzunehmen. Und ich hatte den Eindruck, wie üblich liegt zwischen verschiedenen amerikanischen und deutschen Entwicklungen eine Zeit von etwa 20 Jahren, in der wir hinterherhinken. Aber wollen wir eine Universität der Massive Open Online Courses? Und die letzte Frage, die ich mir stelle, die Szene, wenn ein Mensch, der sich wie ich mit der klassischen Altertumswissenschaft beschäftigt, das Wort virtuell hört, dann denkt er immer an den Aristoteles und denkt daran, dass hinter dem Wort virtuell eigentlich die Möglichkeit besteht, die Chance. Und gleichzeitig sieht er aber hinter dem Wort virtuell auch die Defizienzen. Gehört das beides zusammen? Die Defizienz des Virtuellen? Und war das immer schon so mit der aristotelischen Möglichkeit, dass sie etwas verheißen hat, was noch nicht da ist und gerade in ihrer Defizienz auch die Verheißung lag? Antworten auf diese Fragen oder, wenn meine Gäste das für unsinnige Fragen halten, auf andere Fragen, hören wir heute von
Julika Griem, Eva Geulen und Klaus Pias. Und wenn ich die drei jetzt sehr, sehr kurz vorstellen darf, würde ich sie gern unter einer Überschrift vorstellen. Sie haben alle drei miteinander Bücher geschrieben, bei denen schon der Titel Appetit macht, die zu lesen. Und ich beginne mit Julika Griem, die uns zugeschaltet ist und in einer mindestens so schönen Umgebung sitzt, wie wir hier sitzen, und sage, Sie haben in Ihrem Leben den Bogen gespannt von einem mindestens für Menschen meines Fachhintergrundes geradezu ikonischen Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft Mündlichkeit und Schriftlichkeit hin zur Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sodass Sie jetzt weitere so spannende Sonderforschungsbereiche wie Mündlichkeit und Schriftlichkeit ermöglichen können. Die Buchtitel, die Appetit auf das Lesen von Veröffentlichungen der Kulturwissenschaftlerin und Anglistin Julika Griem machen, sind zwei Buchtitel, die der Regel gerade nicht folgen, die mir mein Verleger Georg Siebeck immer genannt hat. Der hat gesagt, wählen Sie langweilige Titel, die möglichst klar sagen, was drin zu finden ist, damit der Buchhändler weiß, wo er sie ins Regal stellen soll. Ihr erstes Buch heißt Brüchiges Seemannsgarn. Und wer sich mit Joseph Conrad auskennt, ahnt, dass es um den geht. Aber wer als Buchhändler das nicht weiß, stellt es an anderer Stelle ins Regal und man freut sich und ist amüsiert. Und das zweite Buch, Monkey Business, Affen als Figuren anthropologischer und ästhetischer Reflexion in den letzten 200 Jahren, ist mindestens vom Titel her und dann natürlich auch vom Inhalt hochspannend. Da ich nur kurz vorstellen wollte, denn in solchen Gesprächen ist immer die schönste Vorstellung die Selbstvorstellung, komme ich zu Eva Geulen, nachdem ich noch gesagt habe, dass Julika Griem natürlich nicht nur Wissenschaftsmanagement macht, sondern als Direktorin des berühmten KWI, des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen wirkt, kann ich leicht eine Brücke zu Eva Geulen schlagen. Und zwar deswegen, weil Eva Geulen auch eines der großen Institute leitet, hier das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin und auch in Freiburg begonnen hat. Ich weiß nicht, ob die beiden sich aus Freiburger Zeiten kennen. Im Unterschied zu Julika Griem haben sie dann eine sehr deutsch-amerikanische Karriere ist immer so ein schöner Ausdruck. Wir haben ein Leben geführt. Das ist mindestens, gehört ja zur Karriere auch dazu, und waren an der Johns Hopkins University in, und vor allen Dingen in Stanford, und sind dann über Bonn nach Berlin zurückgekommen. Und der Buchtitel, muss ich gestehen, der mich sofort fasziniert hat, ist ein Titel, den man bei dem Literaturfürsten, den Sie da behandeln, als Titel gewiss nicht erwarten möchte: Aus dem Leben der Form, Goethes Morphologie und die Nager. Ich hoffe, ich habe das so deutlich ausgesprochen, die Nager, dass wir sie alle vor uns sehen. Und wer das Buch nicht kennt, großes Vergnügen hat, es zu lesen. Sie haben aber auch über Agamben geschrieben. Und sie haben über Stifter geschrieben, also Literatur und Kulturwissenschaft kommen zusammen. Und schließlich möchte ich noch vorstellen, Klaus Pias, in Lüneburg tätig. Ich finde natürlich unbedingt des Erzählens wert, dass Sie in Aachen begonnen haben und als Elektrotechnikstudent begonnen haben, weil das, finde ich, noch mal deutlich macht, dass offenbar es Medienphilosophie und Medientheorie auch mit schlichter Technik zu tun haben. Und jetzt könnte man schöne Geschichten über die berühmten Sätze über die Aachener Technische Universität und ihre Nähe und Ferne zu den Geisteswissenschaften erzählen. Sie haben in einem Buch veröffentlicht, das wir, glaube ich, alle auf dem Schreibtisch liegen haben und wenn nicht, es unbedingt bräuchten, nämlich das Oxford Handbook on Media, Technology and Organization Studies. Das ist so eines der Bücher, mit denen wir alle arbeiten. Aber
der Titel, der jetzt in die Reihe der besonderen, zum Lesen herausfordernden Titel gehört, ist natürlich Gespenster des Wissens. Denn auch da ist man unglaublich neugierig, welche eigenen Erfahrungen dort vorkommen und welche anderen sich denen zugesellen. So viel als ganz, ganz kurze Vorstellung. Sie merken, ich bin so fasziniert von meinen Gästen, dass ich am liebsten weiter von meiner Faszination kundgeben möchte. Aber wir haben ein Thema und ich würde Julika Griem gern fragen, zwischen Virtualität und Präsenz, was sind denn Ihre eigenen Erfahrungen nach nun wirklich einem ganzen Jahr voller virtueller Präsenz? Genervt, gelangweilt oder doch vielleicht auch ganz glücklich, dass man sich mit einer schwarzen Kachel zum Tee zurückziehen kann, wenn die Sitzung langweilig, das Referat grauenhaft und das Gespräch zu seicht ist? Vielen Dank, Herr Markschies, für die liebenswürdige Vorstellung und auch für die Einladung. Ich habe mir auch mal drei kleine Episoden beispielartig zurechtgelegt, um etwas konkreter einsteigen zu können. Grundsätzlich ist meine Gemüts- und Geistesverfassung auch aufgrund einer sehr privilegierten Lage, sowohl beruflich als auch privat, etwas müde, aber in vieler Hinsicht dankbar und glücklich für das, was auch gelingen konnte. Das wird vielleicht später nochmal ausgeführt werden können. Ich setze mal an drei Punkten an, auch eher szenisch. In der DFG mussten wir uns ja jetzt seit 13 Monaten auch mit der Aufgabe auseinandersetzen, wie die komplizierten, zum Beispiel On-Site-Begutachtungsprozesse zu substituieren sind. Also hier können wir nicht mehr einen Sonderforschungsbereich vor Ort besuchen lassen und die Schwarmintelligenz vor Ort auftreten lassen und beurteilen lassen, sondern auch das musste alles umgestellt werden. Und es hat sich jetzt in der Erfahrung, die glücklicherweise doch auch nicht ganz negativ war, herausgestellt, dass vielleicht das wichtigste Teilformat nicht die PowerPoint-Präsentation der Anführerinnen und Anführer ist, sondern die Möglichkeit, in kleinsten Breakout-Groups mit Promovierenden zusammenzukommen und hier möglichst gut zu simulieren, was sich vorher vor den Postern abgespielt hat und hier möglichst offen und spontan herausfinden zu können, was diese Gruppe antreibt. Dann berichte ich kurz von einer Episode aus dem KWI in Essen. Mir ist immer noch peinlich, dass ich Zoom erst durch die Pandemie entdeckt habe, weil dadurch einige Möglichkeiten verloren gegangen sind, unser Institut zu internationalisieren. Und das ist nach wie vor eine große Aufgabe in Essen. Und besonders positiv hat sich diese Zwangsdigitalisierung vor uns an Punkten entwickelt, an denen wir zum Beispiel Mittwochmorgen in unserem regulären Kolloquium einen jungen ghanaischen Chemiker zu Besuch hatten, der in einem SFB in Essen arbeitet, gleichzeitig aber ein Star der Wissenschaftskommunikation in seinem Heimatland ist und dort, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, eine Soap Opera gedreht hat, nach dem Vorbild von Friends, in der die Umwandlung von Urin in Elektrizität, das Ganze spielt in einer Bar, eine zentrale Rolle spielt. Dieser Kollege war so witzig und so schlagfertig und so gut aufgelegt und er hatte mitgebracht verschiedene afrikanische Schauspieler, eine Botschafterin, ein Ambassador, und all die waren plötzlich morgens um 10 im KWI zu Gast. Das werde ich nicht missen mögen in Zukunft. Drittes kurzes Beispiel, ganz privat, weil sich ja vielleicht auch unsere Rede über das Private im Kachelmodus verändert hat. Meine beiden Eltern, 84, sind glücklicherweise zu zweit und noch halbwegs gesund in der norddeutschen Tiefebene zu Hause. Und wir drei Kinder haben uns entschieden, ihnen einen neuen Rechner zu beschaffen, damit wir besser kommunizieren können. Meine Mutter ist eher gar nicht technikaffin, mein Vater gemäßigt. Der Widerstand war groß, die Installation über MS Teams qua Enkel nicht ganz einfach. Aber, und das zeigt, glaube ich, die ganze Komplexität unseres Themas heute Abend, plötzlich ist es für meine Eltern und mich eine schiere Freude, uns
über die Bildschirmtelefonate nicht nur zu hören. Ich kann jetzt mit beiden sprechen, ich kann sie anschauen, ich kann sie auf eine Weise ansprechen, wir können uns necken, wir können plaudern, wie wir das vorher am Telefon nicht konnten. Und das sind, glaube ich, so die Erfahrungen, aus denen wir besonders viel lernen müssen. Vielen, vielen Dank. Frau Gollen, Sie ahnen, Sie können jetzt mindestens 3 Szenen dazusetzen, dagegen setzen, wie Sie lustig sind. Die sind sehr schön und ich würde Julika Griems Auffassung teilen, dass ich auch nicht missen möchte, was wir jetzt erreicht haben. Parallelbeispiel, ein regulär montags in London stattfindendes Benjamin-Seminar, in dem ich Kolleginnen und Kollegen aus den USA und aus Frankreich gesehen habe, die ich ewig nicht mehr gesehen habe und die bestimmt nicht gekommen wären, wenn es eine Präsenzveranstaltung gewesen wäre. Das ist ähnlich. Es hat aber auch andere Erfahrungen gegeben. Das erste Zoom-Semester im Sommer hat mich angestrengt, hat die Studierenden angestrengt. Ich bin extra nur auf alle 2 Wochen, habe dann hauptsächlich auch Vorlesungen gemacht und die Studierenden haben mit großem Enthusiasmus schriftlich sich geäußert. Ich habe dann geantwortet, das war alles großartig, aber die Ermüdung und Erschöpfung sowohl deren wie auch meine war so groß, dass ich dann gesagt habe, wir schenken uns die letzte Sitzung und sie schreiben mir jetzt noch eine halbe Seite Text über Blumenberg und dann haben sie den Schein. Und von den 40 Leuten haben nur nicht mal die Hälfte den Schein gemacht. Die anderen sind einfach verschollen. Ja, das ist die zweite vielleicht Erfahrung und schon im Blick auf die Frage Narzissmus. Also es ist ja so, einerseits ist in den Kacheln zu viel Präsenz von uns, weil wir uns da selber sehen. Wenn wir uns aber, und es geht gut, solange nur 12 Leute, die man ja in der Kachel bei Zoom sehen kann. Alles darüber hinaus ist ein wirklich Desaster. Aber das Problem ist, wenn das Medium selber sich meldet, und Medien melden sich ja generell dadurch, dass sie mal nicht funktionieren, dann hat man auch darüber keine Kontrolle. Derjenige, der einfriert wegen schlechter Internetverbindung, der weiß es meistens gar nicht. Und ich habe gerade vorgestern einen Vortrag gehalten für die Kollegen in Ingolstadt, wo ich 14 Minuten gesprochen habe, bis irgendeiner zu mir durchgegangen ist und gesagt hat, Sie sind eingefroren. Das sieht man nicht. Das heißt, da hätte ich gerne Kontrolle darüber gehabt. Also es ist nicht einfach. Aber generell wage ich gar nicht mehr auszumalen, wo wir wären jetzt, wenn wir diese Kommunikationsmöglichkeiten auf allen Ebenen, wenn wir sie nicht gehabt hätten. Und viele der Dinge, sagen wir zum Beispiel universitäre Fachbereichssitzungen, kann man unter Umständen auch künftig im Zoom machen. Im Seminar möchte ich das nicht, aber ich glaube, da sind Möglichkeiten gegeben, die gut sind. Ein Problem allerdings, das ich noch sehe, ist, und über das man vielleicht auch noch mal sprechen kann, wir alle haben ja irgendwie gestörte Zeiterfahrungen in diesem letzten Jahr. Und dazu gehört auch, dass wir eigentlich omnipräsent sind und dass man zur Not auch mal an 2 Zoom-Sitzungen theoretisch gleichzeitig teilnehmen könnte. Und hier muss ich mit dem Fahrrad vom ZFL hier hinfahren. Das sind anderes Ankommen und anderes wieder weggehen. Und ich glaube, wir muten uns manchmal viel zu viel zu und mehr, als wir uns vorher zugemutet haben. Und da habe ich irgendwie ein Problem mit der ganzen Zeitlichkeit der Geschichte. Vielleicht soweit? Klaus Pias wollte ich gern fragen. Ich habe vor kurzem bei Sibylle Krämer, auch hier in Berlin, den schönen Ausdruck Verflachung gelesen. Und der ist mir, ich habe in der letzten Woche in Rom Vorlesungen gehalten. Also genau gesagt, habe ich in Berlin gesessen vor einem Schirm und in Rom Vorlesungen gehalten und hatte den Eindruck, ich komme überhaupt nicht in die Tiefe des Raums. So ein schöner, großer römischer Saal mit Kardinälen links und rechts an der Wand. Ich habe immer nur die erste Reihe gesehen. Und ob die letzte Reihe überhaupt noch dabei war oder ob die, weiß ich nicht, also währenddessen die Kardinäle anguckten oder aus dem Fenster schauten, war überhaupt nicht deutlich. Also gewöhnen wir uns nicht ein gutes Stück daran, dass die Raumtiefe, ich liebe es, in Veranstaltungen hin und her zu gehen und in die Räume hineinzuschreiten und mal zu gucken, was die sich ein bisschen verstecken machen. Verflachen wir? Ja, vielleicht.
Also Sie dürfen natürlich auch drei Szenen erzählen oder mehr. Ich finde das Szenen schön. Nicht, also drei könnte man sicher auch bringen, aber wir wollen, glaube ich, anders einsteigen. Also ich meine, es ist ja auch vieles schon gesagt. Ne? Also wir wissen, dass stärker formalisierte Verfahren sehr gut klappen. Also man muss nicht mehr hinfahren für die Senatssitzung oder ähnliche Dinge. Was, glaube ich, technischen Ursprungs ist, denn dazu waren die Dinge ja in den 60ern gedacht. Also in den Spät-60ern erfunden für Technical Project Meetings und Problemlösungen. Man hat die Übertragungs-, die Rechnermiete hochgerechnet gegen die Reisekosten in den großen Firmen. Da kommt es her und deswegen funktioniert es auch, glaube ich, so gut. Und wir haben ja den Willen, Gutes zu tun. Und natürlich wird die Bilokation als Wunder, also das Entsprechende, was man tut, ja, wo sich auch die Engel als Medien dazwischen schalten. Mit der Verflachung, ja, ich glaube, was sozusagen offensichtlich oder mir offensichtlich zu werden scheint, ist ein Brüchigwerden der Illusion, dass es immer nur um Inhalte geht. Ja? Also das Epistemologische ist, glaube ich, zutiefst mit dem Ästhetischen verbunden. Und das wird jetzt offensichtlich an der Tiefe, die Ihnen fehlt, an den ganzen Hilfeleistungen, die Gestik, Motorik, Räuspern, ein Raumempfinden, eine Stimmung, die man intuitiv erfasst, das fehlt alles. Und wir begeben uns auf ein Terrain dieser krämerschen Flachheit der Bildfläche, in dem wir wenig Erfahrung haben und nicht besonders gut sind. Ja. Also in Times Higher Education war zuletzt ein Artikel, der sagte, wir Geisteswissenschaftler. Es gibt andere Disziplinen wie Elektrotechnik, in denen es prima funktioniert, aber wir reden von Geisteswissenschaften. Und Kellerman hieß der Autor, glaube ich, der sagte, wir sind B-Grade Content Providers. Und in der Herstellung von flachen Lehrmaterialien. Und davon sind wir nicht gut. Nee. Diese komischen, meist ja entweder zu hoch oder zu niedrig angesetzten Weitwinkelobjektive. Irgendwie sehen wir ja alle aus wie, also Nagetiere mit Eva Gold. Diese Nagetierfilme, wo die näher an das Objektiv kommen, um es zu beschnuppern. Der Ton ist schlecht, die Dinge fallen aus, das Bild und so. Wir sind nicht gut darin. Und es, in der Medientheorie gibt es diese ganzen Überlegungen der 20er Jahre bei Balasch und Jean Epstein. Und Epstein sagte, es ist das Fotogenie. Und der Eindruck von Lebendigkeit wird durch höchste Künstlichkeit hergestellt. Und im Moment ist es genau anders. Ja? Sozusagen die Leblosigkeit und der Dilettantismus ist durch ein Übermaß an Wirklichkeit in Zoom gegeben. Ja. Ja, es dreht sich genau rum. Und wir bewegen uns, wenn wir mit 17-, 18-jährigen Leuten Unterricht machen, bewegen wir uns auf einem ästhetischen Konkurrenzfeld, wo wir überhaupt nicht satisfaktionsfähig sind. weil die Medienkompetenz liegt in, ja, der, sozusagen in dieser Kerngruppe 12 bis Anfang 20 bei TikTok, YouTube, Instagram. Ja. Fantastische Bildqualität, ja, hervorragend gemacht, ja. Also dieser Eindruck der natürlichen Lebendigkeit, den Epstein beschreibt als Fotogenie, ist nicht auf unserer Seite. Wir fordern aber Aufmerksamkeit für etwas, wo die ästhetischen Standards überhaupt nicht unsere sind und versuchen darin zu brillieren. Also das wären so vielleicht zwei Punkte. Und der dritte, wenn ich den noch, dann habe ich doch einen dritten Punkt. Was mir sozusagen auffällt nach allem, was auch gesagt wurde, ist, nach einem Jahr, und wir haben ja mehr oder minder genau das Jubiläum, wir haben den 29. und am 22. war der erste, wir haben das Einjährige gewissermaßen. Und mein Gefühl ist, dass sich so ein weicher Mantel der Alternativlosigkeit, ja, über die Dinge gelegt hat, die kaum noch diskutiert werden. Ja, also speziell die Digitalisierung war ein Riesenthema, 3-4 Jahre lang im Vorlauf dessen, was dann alternativlos passierte. Und es wird nicht mehr reflektiert. Es wird gemacht. Allenfalls kommt mal Chancen und Risiken als Ausdruck. Sowas wie das viel diskutierte Nichtsemester. Die Studenten, die in Holland im Oktober auf die Straße gegangen sind für Präsenz. Alles das ist sozusagen Stillschweigen, in Stillschweigen gehüllt.
Und meine Erfahrung war in einem Seminar, wo wir gesagt haben, wir haben ein Seminar, das wollen wir teilweise in Kooperation mit dem Hamburger Kunstverein machen. Der lässt für eine bestimmte Zahl an Leuten zu, öffnet, weil die Halle groß genug ist. Studenten sind bereit zu antworten, ah, da müsste ich ja rüber erfahren, es geht doch auch in Zoom. Also es treten diese Gewöhnungs- und Verschleifungseffekte ein, die dem Nachdenken über die Sache nicht förderlich sind. Ich wollte Julika Griem auch noch mal fragen. Ich sehe das natürlich genauso mit der Freude, dass die Internationalisierung einen Schub bekommen hat. Aber ich hatte bislang immer den Eindruck, auch hier in der BBAW, wenn es wirklich gut geht, stört Internationalisierung auch in einem ganz produktiven Sinne. Wir haben Kollegen aus Israel, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass grundsätzlich immer am Freitagabend die Hauptveranstaltung haben und dann noch am Sonnabend eigentlich völlig unmöglich ist. Und dazu ist es gut, dass Sie da sind und das sagen. Und die Gefahr, finde ich immer bei einer Internationalisierung via Zoom, ist natürlich, wir können die alle störungsfrei bei uns einfügen. Und der provokative Augenblick, dass das eben alles bröselt, wenn man andere holt, was uns selbstverständlich ist, das wird, was Klaus Pias sagte, durch den grauen Mantel der Gewöhnung, vielleicht geht das ja auch gar nicht anders, dass man sich, um in der Situation nicht seelisch zu verzweifeln, auch sagen muss, hat ja auch was Gutes. Aber wo ist der Stachel, das kann doch nicht alles gewesen sein. Mit dem Möglichen, wenn wir beim Virtuellen bleiben, können wir uns doch nicht zufrieden geben. Ja, völlig richtig, Herr Markschies. Ich glaube, auch hier muss man am konkreten Fall jeweils ansetzen. Ich bin hier vielleicht etwas positiver gestimmt, weil ich über ein Institut rede, das sich recht biodeutsch eingerichtet hatte. Und da war diese Notsituation und waren Ihre technischen Möglichkeiten ein willkommener Anlass, um überhaupt in Schwung zu kommen. Ich sehe aber ganz wie Sie, dass es verfehlt wäre, jetzt begeistert zu sein über eine Internationalisierung, die auch immer noch viel zu vieles am dominanten angloamerikanisierten Weltgoldstandard mischt. Und dann tut man gut daran, sich immer wieder klarzumachen, dass Internationalisierung natürlich nicht einfach nur heißt, die Zeitzonen auf Zoom so einzurichten, dass wir alle möglichst viel Englisch zusammensprechen können. Diese Internationalisierung muss sich ja vielsprachig gestalten, wenn sie wirklich auf diese Weise irritierend und produktiv bleiben soll. Das heißt, auch hier müssen wir immer wieder nachfragen, wie sind denn eigentlich die Möglichkeiten verteilt, in dem Spiel Wissenschaft und Forschung und natürlich auch Lehre mitzuspielen? Und da würde ich auch gerne bei Klaus nochmal zurückfragen. Ich fand es sehr gut, dass du am Ende deines Beitrags genauer differenziert hast, wer das Wir ist, von dem hier die Rede war. Meine Erfahrung jetzt nach 13 Monaten ist, dass das ein Wir war, in dem sich vor allem die 55- bis 75-Jährigen akademisch auf sehr spezifisch gebildete Weise wiederfinden. Und wie du ja auch angedeutet hast am Ende, Klaus, ich sehe in ganz vielen Zoom-Runden, dass die Jüngeren auf interessante Weise viel stärker davon profitieren, dass sie technikaffin, geschmeidig mit den Spielregeln umgehen können, während andere Individuen, die ich genauer spezifizieren könnte, die davon gelebt haben im Geschäft, dass sie ihr Charisma auf präsente Weise ausspielen können, in der Tiefe des Raumes, dass die plötzlich nicht mehr die Gewinner in diesem performativen Spiel sind. Ich finde das auch wiederum nicht nur schlecht, aber es ist extrem gewöhnungsbedürftig und man muss darauf reagieren. Also meine private Empirie ist, dass insbesondere sehr schüchterne junge Frauen eigentlich zu den Gewinnerinnen gehören, weil die viel weniger Probleme damit haben, zum Beispiel Ironie und eine gewisse Form von Brillanz so abzurüsten, dass die Etikette eingehalten wird. Damit haben andere Akteure in unserem System wesentlich mehr Schwierigkeiten. Die klassische
deutsche Ordinarienuniversität des charismatischen Großordinarius, der das 1,5-Stunden-Format virtuos bespielt, kommt auch hier an ihre Grenzen. Und das ist sicher nicht nur schlecht. Jetzt war ja Klaus Piers direkt gefragt und dann muss aber auch Eva Gollen was dazu sagen. Ja, ja. Nee, fang mal an. Ja, dann liefere ich jetzt doch auch eine Szene. Also, die doch in Richtung Digitalisierung geht. Wir hatten letzte Woche eine kleine Zoom-Veranstaltung, natürlich einen Workshop zum Thema Disability. Also deine Frage aufnimmt, wo ist es sozusagen, wo läuft es besser? Der mit Leuten war, die es eben auch disabled waren. Also wir hatten Simultandolmetschung, Untertitel und all sowas. Sehr, sehr aufwendig gemacht. Da war eine junge Wissenschaftlerin von der Uni Köln, die sozusagen schwerst eingeschränkt war, also im Rollstuhl saß, die Worte auf einem Bildschirm mit Gesichtsbewegung selektierte, die dann von einer Computerstimme gesprochen wurden. Und die wurde gefragt, und ich fand das extrem beeindruckend, die wurde gefragt, diese Digitalisierung, die jetzt erzwungen ist, hilft Ihnen das? Bringt das mehr Inklusion an den Universitäten sozusagen? Hilft Ihnen das in Ihrer Forschung und Arbeit? Und dann dauerte das wirklich 4 Minuten, bis sie die Wörter selektiert hatte, also Hochspannung. Und sie sagte nein. Und dazu noch, da können sich die Unis Inklusion auf die Website schreiben, Kosten sparen. Und die Frau im Rollstuhl kann ja gleich zu Hause bleiben. Ja, ja, genau so. Und davon hat es natürlich auch was. Also ja. Weil sie auch fragten, was wollen wir? Und die MOOCs ansprachen, ja. Die sozusagen an Universitäten, wo man zahlt, ja Geschäftsmodell sind. Mhm. Bei uns wären sie es ja nicht. Die Frage, die bei uns und bei euch wahrscheinlich auch aufkam, Auslandssemester, ja, Erasmus. Ja. Auch da blitzte sozusagen kurz der Gedanke auf, das virtuelle Auslandssemester. Ja. Ja, das ist natürlich viel einfacher. Man studiert in Paris vom WG-Zimmer aus, hat es aber im CV. Ja, und ja. Wir haben das abgelehnt. Also es sind zweischneidige, auch ökonomische Modelle der Universitäten, die hinter diesen, und das meinte ich mit dem Aussetzen der Digitalisierungsdiskussion, dass man die irgendwie mitbedenkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir haben sehr viel über die Digitalisierung an den Universitäten diskutiert und das ist irgendwie alles versandet. Und dann kommen jetzt Umfragen, in denen wir nach unserer Erfahrung gefragt werden. Aber es wird immer nur gefragt, brauchst du noch mehr Technik-Support? Brauchst du einen besseren Rechner oder brauchst du noch mehr Geld? Ja? Alles andere, konzeptionell, was richtet das denn mit den Leuten an? Danach wird nicht gefragt. Und Julika, Entauratisierung der männlichen Professoren oder auch Studierendenschaft, das ist natürlich prima. Auf der anderen Seite ist das Gespräch und das Seminar sind der Ort der Interaktion. Und das ist in diesem Format nicht möglich. Ich meine, und ich merke es an mir selber, das sind regelrechte wirklich Defizite, weil ich nämlich in den ersten Sitzungen im Sommersemester wiederholt und so beim großen Ärger so den Faden verloren habe, weil ich an irgendeinem Gesicht hängen geblieben war, während ich sonst wirklich auch ein Seminar mit 70 Leuten, die habe ich auf dem Schirm. Ja? Aber jetzt habe ich mich selber auch noch auf dem Schirm und die anderen nicht. Also das ist ein Desaster und das stimmt, das ist B-Content, was wir liefern, ganz klar. Aber der ist natürlich an bestimmte Formate gebunden und dazu gehört auch das Seminar. Aber inzwischen habe ich auch den Eindruck, dass auch die Studierenden selber gar nicht mehr so scharf auf die Präsenz sind. Sie sind sehr interessiert an der Präsenz untereinander. Und die studentischen Hilfskräfte am ZFL haben mich wirklich angefleht, können wir bitte wieder ins SHK-Zimmer. Wir sind einsam, wir sitzen nicht wie wir in schönen Wohnungen, sondern wir sitzen einsam in einer WG, hocken auf der Bettkante. Das sind alles andere Wirklichkeiten. Und weder ein Studium nur Mock oder nur Absenz, das wollen die auch nicht. Ja. Nein, aber es gibt im Augenblick keinen Diskurs. Und ich finde das bemerkenswert, dass wir alle uns tatsächlich, ich würde sagen, wir haben uns eingerichtet und bringen gar nicht mehr so richtig viel Energie auf, wahrscheinlich weil wir zu viel im Zoom sitzen, nochmal darüber nachzudenken, wie es denn vielleicht auch wieder anders werden könnte. Das sind die berühmten Perspektiven, die dann immer eingeklagt werden. Ich
glaube, Julika Grimm wollte was sagen. Und dann müssen wir aber noch mal, bevor wir über die Perspektiven reden, fragen, haben wir theoretischen Nachrüstungsbedarf oder haben wir es theoretisch schon verstanden, was da passiert? Das ist aber erst mal Julika Grimm. Ja, direkt im Anschluss an euch beide. Natürlich sind die meisten dieser Maßnahmen bis ins Mark zweischneidig. Und ich glaube, es könnte helfen, wenn wir noch ein bisschen stärker zwischen Sozialität und Soziabilität unterschieden. Was mich in den ersten Monaten an manchen noch leidenschaftlicheren Debatten und Briefen etwas gestört hat, ist, dass dort zu einseitig das Soziale nur auf der Seite der Präsenz eingeordnet wurde, während natürlich auch die Digitalität ihre eigene Sozialität hat. Es wäre verfehlt, auch theoretisch verfehlt, das zu leugnen. Soziabilität bezeichnet ja, wenn ich es recht erinnere, eher plump gesagt, das, was man Schönes aus Sozialität machen kann, zum Beispiel in Form von Geselligkeit und von eben einer Kopräsenz, die von ganz vielen auch unkontrollierbaren Faktoren lebt. Und die ist natürlich ganz essentiell, auch für akademisches Leben. Und wir müssen dringend jetzt planen, vor Ende, vor absehbarem Ende der Pandemie, wie wir die so schnell wie möglich und wenn es im Kleinen geschieht, wiederherstellen können. Denn man muss ja schon sagen, die Sozialität, ich habe, nachdem beim DFG-Jahresempfang das Programm Wonder Me ausprobiert wurde, gedacht, das ist das Ideale für mein Doktorandinnen- und Doktorandenkolloquium und habe das also hinter den Vorträgen gemacht und merkte, nein, das ist nicht ideal, weil es ganz gnadenlos ist. Also sozusagen, es wird in einem viel, viel dramatischeren Maß die Hierarchie und die Gnadenlosigkeit, zu der Akademikerinnen und Akademiker fähig sind, das man als Theologe so beschreiben darf, wird an der Stelle sichtbar und man muss im Interesse von jüngeren akademischen Leuten vielleicht doch noch mal nach einem Programm suchen, in dem auch die Zufallsmischungen etwas stärker sind. Aber damit wären wir ja genau in dem Bereich dieser Gestaltung von Sozialität. Aber ich weiß nicht, du kennst das auch, Wonder, ne? Das Programm? Ja, das ist nämlich genau das Problem. Da sind wir auch schon bei der Theorie. Wonder, das, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so Räume, in denen, ja, also nicht Breakrooms, sondern mit so einem Atava und so weiter. Das ist nämlich der Versuch, dieser Technologie Präsenz zu simulieren. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Wenn wir uns damit beschäftigen, theoretisch, dann müssen wir anfangen, tatsächlich über virtuelle Präsenz nachzudenken und uns nicht orientieren an der Simulation von realer Präsenz. Ich glaube, das ist wirklich die theoretische Herausforderung. Aber das weißt du natürlich alles viel besser als ich. Unbedingt, gar nicht. Ich würde total unterstreichen. Also die traurigsten Momente, wir haben zwei internationale Fellow-Programme laufen, die natürlich alle ausfallen, weil gerade das Fellow-Dasein ja in der Präsenz besteht. Versuche, einen Fellow-Empfang mit Weinglas in der Hand vor Zoom, sind das Traurigste, was man sich vorstellen kann, eben durch diese falsche Nachahmung. Und ich sehe, was Julika, was du sagst, sozusagen die auch vorschnelle Klage, ne, aber die, glaube ich, halt einen riesigen Vorlauf hat, weil sozusagen europäische Universität seit 1302 ist Präsenz, die ja weitgehend ohne Gebäude und nur durch die Präsenz. In Paris sitzt man auf den Strohballen, in Bologna sucht man sich eine Ecke im Grünen, wo keine Wagenräder sind, und in Köln geht man in eine Ecke des Kölner Doms und Hauptgebäude kommen erst 200, 250 Jahre später. Ja, also Präsenz ist das, was diese alte Universität begründet hat. Und die Telekommunikation, wenn wir hier schon sitzen und das medienhistorisch sozusagen das Zusammensein auf Ferne, würde ich aber eher in Akademien sehen. Ja, also die sozusagen Gelehrtennetzwerke sind, die sich eigentlich nur auf ihren Reisen dann mal sehen. Also man weiß nicht, wie der Partner aussieht, schreibt es dann auch oft auf oder ist erstaunt. Aber das ist sozusagen ein Briefverkehr und Buchdruck abhängig. Dafür gibt es medienhistorische Gründe. Man muss sich nicht mehr treffen, weil zwei Leute halbwegs den gleichen Text, wenn sie nicht verschiedene Raubdrucke haben, lesen können. Und weil es ein standardisiertes Empfängerporto gibt.
Das nimmt aber gerade die Lehre nicht mit rein. Das ist dann ja reine Forschung, die Akademie. Und wir sind darf ich da kurz nachhaken? Entschuldigung, wenn ich einfach so reinblöke. Bitte. Ich glaube, was du beschreibst, was du jetzt historisch beschreibst, bezieht sich gegenwärtig, ich würde sagen leider, nur noch auf ein bestimmtes Ensemble von Fächern. Ja. Schon vor der Pandemie hatten wir auch in Deutschland große Fächergruppen, in denen die Studierenden, ich habe mich manchmal in Frankfurt in die S-Bahn in so Pulks von Studierenden gesetzt, die natürlich nicht wussten, dass ich als Lehrende dort tätig war, ein Hauptinteresse daran haben, der Universität fern zu bleiben, weil das einfach alles so nervt und lästig ist und weil sie in den Massenfächern, in denen es um die möglichst kompakt gestaltete Vermittlung von klausurfähigem Wissen geht, sowieso nicht wissen, warum sie sich die häufig unglaublich schlechten und lieblosen Massenvorlesungen anhören sollen. Seminare gibt es in diesen auch technischen Fächern zum Teil fast überhaupt nicht. Das heißt, diese Fächer waren schon auf eine Weise verroht und verwahrlost. Und die Digitalisierung konnte mit Blick auf diese positive Präsenz dann Dinge einfach nur noch verstärken. Also, den Effekt der Verschulung auch. Nicht, genau. Das ist die Verschulung insgesamt, die das produziert hat. Und deswegen, so wie Stichwehr das gesagt hat, ist Studieren eben keine Lebensform mehr. Das muss man auch sehen. Ja. Und es gab, da hier niemand aus den Rechtswissenschaften sitzt, können wir fröhlich über die schimpfen, Fächer, in denen der Repetitor, die Repetitoren eigentlich sozusagen zum Normalfall geworden war. Ich fand, wenn ich das nur in eckige Klammern setzen darf, Sie haben gerade, der Piers, wunderbar beschrieben, wie diese Akademie gegründet wurde. Wir tragen ja immer dieses Schild Leibniz vor uns her. Der war ja aber gar nicht da. Jablonski macht das und Leibniz schreibt Briefe aus Hannover. Also sozusagen, das ist wirklich vorzüglich auch für dieses Haus beschrieben. Nochmal über die Theorie gefragt. Wenn es ein Fehler ist, die Virtualität zur Präsenz zu stilisieren und nach dem Modell der Präsenz zu modellieren, sozusagen, haben wir bereits alles Nötige, was wir zum Begreifen der Situation brauchen? Oder sehen Sie theoretischen Nachholbedarf? Das ist eine Frage natürlich zuerst mal an Klaus Piers. Jetzt müssen Sie eine Werberede für das eigene Fach halten und sagen, Sie brauchen uns, um sich in der Krise zu orientieren. Verzeihungsfrech, aber... Ich meine, das ist so eine Grundsatzfrage zwischen, wenn man vom Begriff virtuell weggeht, man könnte auch sagen digitalisiert oder originär digital. Also hofft man auf Emergenzeffekte, neue Formen, die sozusagen sich durch diese Medientechnologien ergeben, wie der Briefverkehr gefördert wurde durch Importo und vernünftig geregelte Postrouten. Oder sagt man, man möchte das Bestehende digitalisieren. Das Faszinosum war natürlich immer das Originär-Digitale. Hier tun sich sozusagen Emergenzeffekte und es entsteht historisch Neues. Andererseits, aber ganz kurz, ich will nicht Redezeit wegnehmen, andererseits ist das natürlich auch eine Argumentation, die seit 60, fast 70 Jahren wirtschaftspolitisch unter Digitalisierung läuft. Ja, und die Medienwissenschaft ist überhaupt nicht frei von diesem wirtschaftspolitischen kalte Kriegsnarrativ. Ja, also die Digitalisierung. Man hat sozusagen den historischen Agenten entziffert in den 60ern. Das ist Technologien im kalten Kriegswettlauf. Und das ist eine Spekulation auf die offene Zukunft und auf Emergenzeffekte, durch die auch der Westen gewinnen wird. Also so lege ich es mir zurecht. Ja. Und das sickert sozusagen in Technologie, das ist immer dieses Versprechen, dass was Neues kommt, wenn man nur genug in Technik investiert, dass die Zukunft gesichert wird. Und die Argumentation läuft ja jetzt im Moment inzwischen auch rückwärts, dass man sehr oft den Satz hört, Deutschland hat die Digitalisierung verschlafen an den Hochschulen. Das ist natürlich verrückt, weil Sie haben ja das Wort des Wollens am Anfang gebracht. Wer wollte es eigentlich? In unseren Fächergruppen war Online-Lehre,
damit hat man gespielt. Also in ästhetischer, epistemologischer oder theoretischer Hinsicht haben Leute natürlich damit experimentiert, was da Neues ist. Aber wir sind nicht die Fächer, die, also wir sind Fächer, die das seit 60 Jahren eigentlich nicht wollten. Und das heißt, im Moment wird Geschichte umgeschrieben, ja, und so ein Wille konstatiert, der war da und der wurde irgendwie verhindert durch Kulturkritik, durch Bürokratie. Eigentlich hätte das toll sein können, wenn wir es nicht, aber es wollte niemand. Nein, das wollte nicht. Während andere Fächer, das hat Julika Grimm natürlich völlig recht, mein Elektrotechnikstudium ab 1985 wäre 1985 schon vollständig digitalisierbar, ja, gewesen. Da saßen im Audimax in Aachen 800 bis 1200 Leute in E-Technik 1 und die Klausur war eine überfordernde Menge an Aufgaben schriftlich lösen, die hätte man maschinell schon damals auswerten können. Also es gibt affine Fächer und averse Fächer zu diesen Formalisierungen, die auch in der Digitalität liegen. Also man muss die Fächerkulturen unterscheiden. Ja, lange aber ich meine, man muss, glaube ich, auch sich davor hüten, sich dem Argument zu unterwerfen, dass das jetzt ein Prozess ist, der sozusagen beschleunigt und automatisch abläuft. Und obwohl ich keine Medienwissenschaftlerin bin, glaube ich, dass wir doch vielleicht weniger am Begriff der Virtualität, aber am Begriff der Präsenz unter Umständen noch mal etwas arbeiten können. Ich habe mich mehrfach schon dabei ertappt, dass wenn wir so, wir sind jetzt hybrid, aber wenn ich jetzt mit den beiden alleine wäre, dann würde ich sagen, das ist Realpräsenz. Ja? Das ist zwar ein theologisches Wort, das ist schon klar, aber in der Realpräsenz ist ja auch nicht alles präsent oder auf eine Weise, die wir nicht unbedingt sehen können. Ja? Und man könnte überlegen, wenn man sich noch mal vor Augen hält, jetzt theoriegeschichtlich, dass wir ja die große Kritik des Präsenzbegriffs, das ist Jacques Derrida und die Dekonstruktion gewesen. Und danach kommen diese ganzen Theoretiker, Bohrer, Jean-Luc Nancy, Gumbrecht, die sich für die Präsenz und das Präsens und die breite Gegenwart ansetzen. Und als das gerade, und das haben wir sozusagen seit Anfang 2000er gemacht. Und jetzt sind wir, glaube ich, in einer Situation, wo wir dieses, wo wir nochmal wirklich nachdenken können darüber, was Präsenz ist und sie eben nicht nur defizitär definieren. Und insofern, glaube ich, ist das, obwohl ich nicht, also man muss es weiter reflektieren, aber ich glaube, dass man da nochmal was herausfinden kann über den Präsenz, also über das Phänomen Präsenz. Denn in der Kachelei und im Zoom wird uns etwas klar, dass jemand wie Martin Heidegger natürlich sofort gesehen hat. Wenn der Zeithorizont der Präsenz die Gegenwart ist, dann schließt das nicht nur alles Anwesende ein, sondern es schließt natürlich auch alles Abwesende, also das, was fehlt, ein. Das heißt, ich sehe da ein gewisses Potenzial, nicht nur Zoom, sondern diese, also sozusagen reflektierend einzuholen, was jetzt der sogenannte Schub ist. Ja, und angesichts der Digitalität wird ja auch immer deutlich, dass es Überforderung von Präsenz gibt. Ich werde nie vergessen, dass ich mal ebenfalls, also das Belauschen von Studierenden, dass ich zwei Studierende belauschte, die sagte, wir fragen für eine Seminararbeit über Augustinus die Computerkonkordanz sämtlicher Vorkommnisse des Wortes bei Augustinus ab. Nicht, also Hunderttausende von Belegen. Ich habe vor kurzem mit einer Mitarbeiterin unseres Goethe-Wörterbuchs gesprochen, die über U bis Z arbeitet und fragte, arbeiten Sie über Urpflanze? Und sie sagte, nein, über und. Natürlich. Also wenn ich ein langjähriger Mitarbeiter des oder Mitarbeiterin des Goethe-Wörterbuches bin, kann ich die Fülle der Belege des Wortes und vielleicht irgendwie beherrschen. Aber als Studentin oder Student etwa Sacramentum bei Augustinus wird schwierig. Also über Präsenz nachzudenken, über die Langweiligkeiten und Schrecknisse von Präsenz wäre keine schlechte Idee. Möchte Julika Grimm auch über Präsenz nachdenken? Immer. Ich kann nur noch etwas kleinteiligere Unterscheidungen hinzufügen. Ich glaube, was sich lohnen würde, wäre auch über die jeweils gerahmte Performance zu sprechen. Und da kann man nochmal bei Goffman nachlesen, aber bei vielen anderen auch, weil ja auch die Performance, die sich ja weiter abspielt, wenn auch in anderen Räumen, in jedem Fall institutionell, persönlich, politisch, sozial kontextualisiert ist und werden muss.
Dann interessiert mich, Sie haben es erwähnt in Ihrer Vorstellung, immer noch die Mündlichkeit. Und es ist ja interessant, dass wir ohnehin, auch ohne die Pandemie, würde ich sagen, eine Art Renaissance von Mündlichkeit an ganz vielen Punkten erleben. Denken Sie nur an die Popularität des Formats Podcast, bei ganz unterschiedlichen Altersgruppen und Zielgruppen interessanterweise. Ich denke, dass man auch über Leiblichkeit nochmal nachdenken muss, auch in unserem Kontext, denn es scheint trivial, aber natürlich spielt es eine Rolle, dass die klassische Kachelrahmung uns so ja, auf der oberen Brust abschneidet, wenn man sich nicht völlig verpeilt verhält vor der Kamera. Das macht ja etwas mit uns. Das schneidet uns bewusst durch, ab, von vielem ab und nimmt uns, glaube ich, sehr oft unbewusst ausgespielte oder auch verspielte Möglichkeiten des leiblichen Agierens, auch in der Wissenschaft, in der Forschung und Lehre. Grundsätzlich bin ich bei der Frage nach der Theorie vielleicht ein bisschen pessimistischer, weil mein Eindruck vom Zeitgeist ist, dass Theorie überhaupt nicht gewollt wird. Wir neigen dazu, uns über Theorie zu versichern und ich würde das in jeder Hinsicht verteidigen. Aber wenn man mit politischen Akteuren diskutiert, allein schon im Wissenschaftssystem, dann gehört Theorie in dem Moment zurzeit in diesem großen problematischen Bereich des Elfenbeinturms, der elitären Kommunikation, der Hyperkomplexität, des ganzen Bündels von bourgeoisen Zumutungen, von denen man die Kommunikation mit der ganzen Gesellschaft möglichst inklusiv und partizipativ ja gerade befreien möchte. Deswegen ist es in einer Zeit, in der so viele Akteure auf Digitalisierung als vereinfachenden Masterschlüssel zur Heilung von allem setzen, relativ schwierig in einem größeren gesellschaftlichen Kontext just jetzt auf theoretische Neuverständigung und Irritation zu setzen. Nee, das ist schon klar. Ja. Nein, das ist schon, also nur dazu, das ist schon vollkommen richtig. Ich habe ja auch nicht gesagt, jetzt können wir Heidegger nochmal neu verstehen. Aber irgendwo müssen wir uns Gegenstände und Räume erhalten, die uns davor bewahren, dass überhaupt keiner mehr die Sachen diskutiert. Es geht jetzt wirklich nur noch um die praktische Umsetzung. Ja. Wie können wir es besser machen? Wie können wir es schneller machen? Und wie können wir es effizienter machen und am besten noch für weniger Geld? Und da, was immer da an Entschleunigung und Verlangsamung hineingeworfen werden kann, damit sollte man sich schon beschäftigen. Dafür sind auch Akademien im Wissenschaftssystem da. Das ist nicht die Versammlung der älteren Herrschaften um einen Tisch, die sich ältere Vorträge zu älteren Gegenständen halten, sondern das ist dieser kritische Reflexionsort. Ich würde gern hier in diesem Saal in der Mitte so eine hübsche kleine aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammende Elfenbeinturm-Sache aufstellen. Ich bin mir nur unsicher, ob unser Kunstgewerbemuseum mir das gibt oder ob die nicht sagen, das behalten wir, das ist viel zu schön. Ich glaube, darin sind wir uns einig, auch sozusagen in die aggressive Vernützlichung, das darf man, glaube ich, auch sagen, in einer Einrichtung, die sich mal ursprünglich durch Kalenderprivileg und Seidenraupenzuchtmonopol finanziert hat und gewiss davon entfernt ist, Selbstisolation durch die Theorie zu führen. Ich würde gern in den letzten Minuten noch mal was zur Perspektive fragen. Also sozusagen, wie gestalten wir denn jetzt diese, ich habe mit den wunderbaren BioNTech-Gründern, diesem wunderbaren Ehepaar, ein Gespräch geführt, man muss ehrlicherweise sagen, auch mit ihrer bezaubernd klugen Tochter. Und da sagten die, es wird nur eine neue Normalität geben. Die alte kehrt nicht zurück. Dieses Virus bleibt. Wir werden wie mit der Grippe geimpft werden müssen. Und wir werden uns vielleicht lernen, selber zu impfen, so zu spritzen, wie das Menschen mit entsprechenden Krankheiten tun müssen. Wenn wir so annehmen, dass es eine neue Normalität wird, wie ist denn die neue Normalität der Wissenschaft von Forschung und Lehre, wenn man uns fragen würde, wie sie zu gestalten wäre?
Ich weiß nicht, vielleicht fängt Eva Geulen an. Sehr schön, schwierige Frage für mich. Sie dürfen auch weitergehen. Nein, vielleicht fangen. Es ist immer die Frage, auf welcher Ebene man das jetzt beantwortet. Ja? Also für mich ist jetzt, glaube ich, am ZFL wichtig, dass wir uns mal, wir haben uns um die Mediathek gekümmert, wir haben auch einen Podcast aufgelegt, das hatten wir vorher nicht. Also da lernen wir rasch hinzu und das kann aber ergänzend sein. Und dann muss man überlegen, was kann man in dem Bereich jetzt machen, wie verhält man digitale Formate zu anderen Formaten. Das wird sich, glaube ich, schon irgendwie einspielen. The big picture, die neue Normalität, also ein bisschen ist für mich, und das ist auch eine politische Frage, wie sich jetzt die Universitäten verhalten. Das ist entscheidend. Und bisher habe ich von den Universitäten nicht viel, weder Theorie noch Gestaltung gesehen. Und man weiß von Firmen, dass die auch schon ihre Mietverträge gekündigt haben, ihre Leute ins Homeoffice, weil es nämlich viel billiger ist. So, ja? Also wenn das zu solchen Konsequenzen führt, dann müsste, es hat da ja schon mal Widerstände gewesen, da müsste sich etwas tun. Und ich finde, da sind die Universitäten vor allem gefragt. Aber die ganz große, also die Makroperspektive, ob wir dann mit dem Virus leben werden, und also da traue ich mir jetzt im Augenblick noch keine Aussagen zu. Die BioNTech-Familie, wenn ich das so sagen darf, die weiß das bestimmt besser. Aber die Grippeimpfung hat ja nun auch nicht wirklich unser Leben massiv verändert. Also wenn ich wünschte mir eine neue Normalität, und da liegt dann vielleicht aber der Akzent auf dem Wort Normalität. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wie bestimmte Akteure an bestimmten Schaltstellen, und für mich betrifft das jetzt vor allem auch die Universitäten, wie die jetzt auf dem Weg raus aus der Pandemie agieren, das wird darüber entscheiden, wie diese Zukunft aussieht. Also man kann es jetzt nicht einfach geschehen lassen. Klaus Bier? Absolut. Also sofort unterschrieben. Dann sage ich dazu gar nichts, sondern füge nur den Punkt Forschung vielleicht hinzu. Also ich habe das Gefühl, man muss mal aufhören, von Digitalisierung als Zukunft zu reden. Ja, denn sie ist ja schon da. Und das ist sozusagen eine Durcharbeitungschance bestimmter Grundlagen. Ja? Also das ist sozusagen wie ein, wenn wir schon in biologischen Metaphern sind, wie ein Kontrastmittel, das eingespritzt wird, in dem alle Wirklichkeitsbereiche, Mechanismen sichtbar werden, in ihrer Obsoletheit oder was auch immer. Also Museen haben ja auch ein Problem. Nur einen Satz dazu vielleicht eingebracht. Und zwar nicht, weil sie jetzt digitalisieren müssen, dafür gab es auch vorher Geld, sondern weil sie auch undigitalisiert in einer digitalen Welt sind. Ja, die mögen sich so sehr auf die Präsenzerfahrung als das andere der digitalen Welt versteifen. Die Kunst selber, die sie beherbergt, hat das schon drin. Also Jeff Koons macht die Kreuze auf den Boden, von wo seine Werke fotografiert werden dürfen, damit das Branding funktioniert und die Bildsuchmaschinen die Sachen gut finden. Das ist sozusagen, also diese Institutionen, die Präsenz beschwören, sind in einer Welt, die zunehmend digital ist. Und das ist nicht, wie Politiker sagen, unsere Zukunft, das ist unsere Wirklichkeit. Und das erlaubt forschungstechnisch, glaube ich, sowas wie Ansätze der ersten Kulturwissenschaft vor 100 Jahren. Also an die Begriffe zu gehen und an die Grundlagen der kulturellen Routinen und der akademischen Sozialität und so weiter. Also im Grunde bräuchte man eine zweite erste Kulturwissenschaft. Ja. Und dazu wäre das ein Reflexionsanlass, so rum vielleicht. Darf ich aber noch mal fragen, lieber Herr Piers, Sie haben doch über die, wie soll ich sagen, über den Verfall der Ästhetik in den Zoom-Veranstaltungen der 58-Jährigen, um das mal sehr direkt selbstbezüglich zu sagen, wäre nicht so, wie man den Eindruck hat, es war nicht unbedingt ein Vorteil, dass mit den Fecht- und Tanzlehrern auch die Rhetoriklehrer abgeschafft wurden. Bräuchten wir nicht eine ästhetische Bildung, also über die technische Bildung hinaus, eine ästhetische Bildung zum Digitalen? Oder ist das der Traum von jemand, der die Ästhetik da nicht aufgeben will? Das ist ganz schwierig. Also
Ich werde es, glaube ich, nicht mehr lernen. Aber es stehen ja bereits, das wissen Sie aber auch, Heerscharen. Heerscharen von Firmen stehen bereit, dafür zu sorgen, dass auch wir im fortgeschrittenen Alter auf dieser Kamera so aussehen, wie wir gerne möchten. Da gibt es ganze Strategien, da gibt es Handbücher, da gibt es natürlich endlos Ratgeber. Also, wenn das gemeint ist, das können wir uns auch noch aneignen. Ich glaube ja, wir gehen ja auf den Beuys-Geburtstag zu, an dessen wunderbaren Satz jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler ein Künstler. Julika Griem. Ja, ich habe zwei Punkte zum Schluss. Ich glaube, da würde ich das verstärken, was die beiden Kollegen schon vorgetragen haben, dass die deutschen Massenuniversitäten, wir haben ja hier zum Teil das Vergnügen, an viel kleineren und etwas autonomeren Einrichtungen zu arbeiten, auf jeden Fall eine liebevollere und, um das Modewort zu benutzen, achtsamere und finanziell besser unterfütterte Unterstützung gebrauchen. Wenn es einfach nur dabei bleibt, dass hier mit Hilfe des D-Wortes Massen von Leuten unter nicht akzeptablen Bedingungen abgefertigt werden, dann wird das alles überhaupt nicht besser werden. Der zweite Punkt, den ich interessant finde, ist nochmal die Frage, wie langsam oder schnell sich überhaupt Normalitätserwartungen, die ja ganz oft auf implizierten und unbewussten Vorstellungen von dessen, was normal ist, beruhen, wie schnell oder langsam die sich verändern. Ich war vorhin vor der Veranstaltung zum Luftschnappen in einem Park auf der anderen Straßenseite. Der war so voll angesichts des herrlichen Wetters, dass ich gemerkt habe, dass mich das verstört. Ja. Ich habe mich schon so sehr an den Distanzmodus und die Vereinzelung gewöhnt, dass ich mich diese fröhliche Szene von Hunderten von kleinen picknickenden Grüppchen befremdet hat. Absolut. Schlimmerweise. Und die größere Frage ist natürlich dann auf der Makroebene, wie wird eine Gesellschaft, die sich immer noch zu den sogenannten Liberalen zählt, die sich etwas darauf eingebildet hat, nicht Shanghai zu werden, nicht wie diese komischen, halbwegs autokratisch geführten, überdisziplinierten südostasiatischen Gesellschaften zu agieren. Wie schnell wird die sich neu einstellen und wie stark ist, um zu Ihrem Anfangsbonmot zurückzukommen, Herr Markschies, die narzisstische Kränkung dieses Typus von westlich-liberaler Gesellschaft angesichts des Angriffs der Pandemie? Das ist eine ganz offene Frage für mich. Liebe Frau Griem, liebe Frau Goyen, lieber Herr Piers, ganz, ganz herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war unser fünftes Corona-Gespräch. Die Corona-Gespräche pausieren bis zum Herbst. Wir werden jetzt im Sommerhalbjahr gemeinsam mit der Akademie der Künste und dem Deutschen Kulturrat das Format Consilium auflegen. Consilium heißt, wir stehen alle miteinander um das Krankenbett, in dem wir alle auch gleichzeitig liegen und werden, das knüpft wunderbar an das, was Julika Griem gesagt hat, über die Sinne, über das Schicksal der Sinne in der Pandemie reden. Früher habe ich, wenn ich auf der Straße ging und ein wunderbares Parfum in der Nase hatte, gar nicht danach geguckt, von wem das jetzt stammte, sondern mich ein Parfum gefreut und gedacht, das ist aber ein schöner, wunderbarer Geruch. Jetzt denke ich, um Gottes Willen. Das erreicht mich. Wird da Virus dabei sein? Und sozusagen, so will ich nicht werden. Was Sie über den Park erzählten, früher fand ich das interessant, wenn mich jemand berührt hat, ein Kollege aus Gründen des Trostes, eine Freundin, die ich lange nicht gesehen hatte. Jetzt denke ich, huch, hast du dich angesteckt? Und das Schicksal von Riechen, Schmecken, Fühlen in der Pandemie, das werden wir ab Mai diskutieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schauen Sie herein, das Consilium mit der Akademie der Künste und mit dem Deutschen Kulturrat und mit den Corona-Gesprächen geht es im Herbst weiter. Man kann angesichts der gegenwärtigen Lage nur sagen, bleiben Sie gesund in diesen österlichen Tagen, bewahren Sie starke Nerven. Wir hätten Sie gern bei uns, wir hätten Sie gern näher bei uns, geben die Hoffnung nicht auf. Alles, alles Gute, gesegnete Kar- und Ostertage. Auf Wiedersehen.